Interessenfall ist heute mit ganz vielen anderen Organisationen unterwegs. Das geht von den Kirchen, über Gewerkschaften, Parteien, die ganze Klimabewegung, weil wir gemeinsam der Überzeugung sind, dass wir jetzt einen sozialverträglichen Klimawandel brauchen. Wir glauben, dass es nicht mehr 5 vor 12 ist, sondern 1 vor 12. Und darum stehen wir auch hier mit dem Slogan Public Transport for Future, weil wir glauben, dass der öffentliche Verkehr ein Teil der Lösung ist und nicht ein Teil des Problems. Quand on voit les différences climatiques de nos jours, les transports publics font partie de la solution pour régler ces problèmes. Aber ich finde es wichtig, dass wir dafür einsetzen, dass der ÖV weiter gestärkt wird und auch in Zukunft eine starke Rolle spielt. Lokinnen haben gepfiffen um 1 vor 12 Uhr, um zu sagen, es ist höchste Eisenbahn für wichtige Klimamassnahmen. Wenn man sieht, dass in der Schweiz rund ein Drittel der Treibhausgasemissionen vom Verkehr verursacht wird, dann hat es da drinnen ein riesen Potenzial, für auch Energie einzusparen. Wir sind der Überzeugung, dass der öffentliche Verkehr massiv gesteigert werden muss. Darum haben wir die Forderung aufgestellt, dass bis ins Jahr 2050 der öffentliche Verkehr einen Anteil oder der öffentliche Personenverkehr einen Anteil von 50% vom Gesamtverkehr muss haben. Und unsere zweite wichtige Forderung ist, dass man endlich von der Idee muss Abstand nehmen muss, dass man Güterverkehr auf der Schiene eigenwirtschaftlich betreiben kann. Güterverkehr muss ein Teil vom Service Public sein und man muss auch Geld investieren, wenn man will, dass genug Güter auf der Schiene verlagert werden. Und all das kann man nur erreichen, wenn man genug, gut ausgebildet und fair bezahltes Personal hat.